Die Biotechniker wurden für ihren Aufenthalt im Ausland entschädigt. Hohes Gehalt, Luxus herbergen. Dennis wollte Computerzeit und Geld. Henry wollte das Beste und Neueste in der Unterhaltung. Alle waren Meister ihres Fachs, die überall Arbeit gefunden hätten. Ich musste sie da behalten. Henry Wu war ein Einzelkind aus Ohio. Als Wunderkind wurde ihm bereits bei seinem Abschlussexamen bei MIT große Aufmerksamkeit geschenkt. Ich glaube immer noch, dass Nedry sich eine Hintertür offen gelassen hat. Irgendetwas mit den Hobbits oder weiß Gott was. Der Bau der Stadt war schwierig. Die Arbeiter aus Costa Rica waren kompetent, aber sie mussten herangeflogen, verköstigt, beherbergt und hinterher zum Stillschweigen verpflichtet werden. Als es herauskam, dass ich pleite war, haben die Arbeiter einfach ihre Werkzeuge niedergelegt und sind weggegangen. Techniker und Arbeiter drängten sich auf den Docks, weil sie fürchteten, nach dem Zusammenbruch des Sicherheitssystems zurückgelassen zu werden. Bewaffnete Truppen standen Wache. Die Docks waren die Lebensverbindung für Ort B. Bernstein, synthetische Eierschalen und Vieh kamen von überall im pazifischen Raum her. Als ich nach London kam, hatte ich kein Glück, keine Ausbildung, keine Beziehungen, nichts. Lord Darleys Wohltätigkeitsessen, ein gesellschaftliches Ereignis, das 200 Pfund pro Kopf kostete. Ein gesellschaftlicher Schritt nach oben für mich. Ich saß neben einer sehr netten jungen Dame. Immer wenn sie nicht hinguckte, musste ich sie bei Dinnerpartys anblicken. Die Haare auf der Oberlippe. Wie sie den Rauch nach einem Zug aus der Zigarette ausblies. Ich stotterte herum, wusste gar nicht, was ich sagen sollte, aber sie lachte fröhlich und schien amüsiert. Sie bat mich, sie morgen nochmals anzurufen. Nachts um zwei habe ich wieder angerufen. Sie war noch nicht nach Hause gekommen und keiner wusste, wo sie war. Ich sagte nicht, wer ich war. Zuerst hat sie mir nicht geantwortet. Ich fragte sie nochmal. Die Partygäste schauten neugierig in meine Richtung. Das Kerzenlicht verschwamm vor meinen Augen. Ich werde das nie vergessen und niemals verzeihen, das schwöre ich. Dieses ist das letzte Mal. Oktober 1996. Die Ingen Corporation ist mir durch eine Abstimmung des Vorstands abgenommen worden. Ich bin sicher, Sie haben vom Rest der Geschichte schon gehört, im Fernsehen oder in der Boulevardpresse. 1989 war der Park fast fertig. Unsere Investoren bestanden auf eine Abnahme vor Ort. Ich war so blöd zu glauben, dass wir bereit wären. Das Debakel am 27. August 1989 ist jetzt weithin bekannt. Die juristischen Konsequenzen waren weitreichend, wie Sie sich vorstellen können. Oktober 3, 1989. Ich saß auf einer Holzbank im Wartesaal in Washington, D.C. Ich musste vor einem Regierungsgremium aussagen. Als mein Name verlesen wurde, wurde es im Sitzungssaal still. John Parker Hammond. Ich ging den Gang entlang zum Zeugenstand. Ich musste Rechenschaft ablegen, aber ich hatte keine gute Erklärung bereit. Ich gab mich dieser seltsamen, einsamen Disziplin des Marktes hin. Investitionsstrategien und Profite. Ich, der Herr der Codes und der vergessenen Welt, der Hitze und Kälte und des Schlafes von 100 Millionen Jahren, stand abseits. Mein Werk ist dort, wo ich es zurückgelassen habe. Wenn jemand mutig und clever genug ist, sich daran zu machen und zurückzukehren, dort liegt der Schlüssel zur Zeit, vielleicht das Fundament eines neuen Imperiums.